Unsere siegreichen Truppen ziehen unaufhaltsam weiter und drängen die Einheiten der IBG an allen Fronten zurück. In der heutigen Sitzung des Sicherheitsrates hat sich unser Präsident für das ihm entgegengebrachte Vertrauen bedankt und erneut gefordert, die IBG bis auf den letzten Cyborg zu vernichten. Sie ist ein verwundetes Tier, sagte er zu den Zuhörern. Wir müssen verhindern, dass es wieder zu Kräften kommt und sich erholt. Da die westliche Allianz sich inzwischen in ihr Kerngebiet zurückbegeben hat, ist es an uns, unseren europäischen Freunden beizustehen. Unsere neuen Verbündeten unterstützen die Politik des Präsidenten, der schon einen weiteren Feldzug gegen die skrupellosen Truppen befohlen hat. Sun Mei Ying, auf Wiedersehen. Ja, danke dir. Eine neue Folge, Level 4 mit den Chinesen. Keine Chance. Uns liegen Geheimdienstberichte vor, dass sich die IBG-Verbände zu diesem Punkt zurückziehen. Lassen Sie nicht zu, dass IBG-Einheiten dieses Gebiet verlassen. Unser neuer Helix-Helikopter wird uns den Sieg sichern. Sobald unsere Truppen aus Süden vorrücken, haben sie ihr Primärziel erreicht. Alles klar. Gut. Diese Mission ist hier eher nicht so fordernd. Ihr werdet später merken, warum. Denn diese Mission ist einzig und alleine nur für den Helix gedacht. Der Helix, man sagt auch der Overlord, der Lüfter, ist hier wirklich, wirklich effizient. Ja, was? Denen versauen wir den Tag. Propaganda zum Aktivierlauten, ihre Befehlenkanone vorbereiten, irgendwas. Bin unterwegs. So, hier in der Mission geht es eigentlich nur darum, Upgrade verfügbar. Sehr, sehr viele Helixe zu bauen. Habt ihr sehr, sehr viele Helixe gebaut? Gut, dann habt ihr gewonnen. Ist da unten irgendwas? Die Kanone ist online. Das Gewitter beginnt. Ich finde sie alle. So, ich habe ein paar Truppentransporter übrig und da würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Fahrt ins Blaue. Die erste feindliche Welle hat sich in das Zielgebiet zurückgezogen. Okay. Der Geheimdienst hat ihre Marschroute auf ihrem Radar markiert. Ja, das Gewitter beginnt. Holen wir sie uns. Was haben sie für mich? Holen wir sie uns. Helix klar zum Gewicht. IBG-Verbände nähern sich aus westlicher Richtung. Ja, wie gesagt, fahre ich erstmal mit meinem Truppentransporter hier ins Blaue. Einheit verloren. Whoop. Ah, Selbstmordeinheiten, das ist natürlich gar nicht gut. So, mit dem fahre ich jetzt hier erstmal alle Punkte ab. Und nimm das schön nach und nach ein. Schon noch ein paar Helixe. Einheit verloren. Versauen wir den Tag an der Turm aktivieren. Was? Wir lauten ihre Befehlkanone vorbereiten. Denen versauen wir den Tag. Was? Propagandaturm einsatzbereit. Holen wir sie uns. Helix klar. Propagandaturm aktiviert. Was haben sie für Kanone ist online. Was? Wie lauten ihre Befehle? Propagandaturm einsatzbereit. Ich sehe mir die Sache an. So, wunderbar. Haben wir schon mal die erste Staffel an Helixe voll. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. 9 Stück, denke ich, sollten völlig reichen. Allerdings baue ich natürlich noch mehr. Dip. Je nachdem, wie ich Knete habe. Oh, nimm
das mal ein. So, hier noch ein paar Ölbohrtürme wären ja nicht schlecht. Kein Problem. Das Gewitter beginnt. Helix klar zum Gefecht. So. Ja, die passen fleißig auf. Wahlweise sehe ich gerade, haben wir auch noch Streuminen, kann man natürlich auch jetzt noch benutzen. Ne, hier einfach mal hin so. Was haben wir noch? Nichts Wichtiges. Das Gewitter beginnt. So, du gehörst mir. Oh, sehr gut. Eine Ölraffinerie. Sowas sehe ich gerne. Und ein Ölbohrturm. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Ja. Das Gewitter beginnt. Oh ja. Denen versauen wir den Tag. Propagandaturm aktiviert zum Gefecht. Ja, Gatling-Kanone vorbereitet. Klar zum Gefecht. Das Gewitter beginnt. Propagandaturm einsatzbereit. Gut, die erste Welle wurde neutralisiert. Das Gewitter beginnt. Wir sollten diese Gebäude sicher finden. Truppentransporter einsatzbereit. Ich bin dir weit voraus, Alter. So, dann kommst du noch da. Das Gewitter beginnt. Ah, hier ist auch noch ein Ölbohrturm. Take this. Was haben Sie für Propagandaturm aktiviert? Was? Wie lauten Ihre Blinkkanone vorbereitet? General, die zweite feindliche Welle hat sich in das Zielgebiet zurückgezogen. Der Geheimdienst hat ihre Marschroute auf ihrem Radar markiert. Alles klar. Da fliegen wir dann mal ganz schnell hin. Ja, was? Und ihr bleibt hier oben. Denen versauen wir den Tag. So, die lasse ich dann hier auch einfach so stehen. Die reißen das schon. IBG-Verbände nähern sich aus südlicher Richtung. Ich habe vollstes Vertrauen in meine Soldaten. Ja, was? Propagandaturm aktiviert. Die lauten Gatling-Kanone vorbereiten. Gatling-Kanone vorbereiten. Denen versauen wir den Tag. So. Und das ist die zweite Staffel. Wir haben einen feindlichen Infiltrator geortet. Ach was. Gatling-Kanone ist online. Gatling-Kanone ist online. Ja, würde ich sagen, baue ich gleich noch eine Fuhre von den Dingern. Die sind ja recht gut. Glückwunsch, General. Danke. Sie wurden befördert. Das Gewitter beginnt. So, haben wir hier noch irgendwas Schönes zum Einnehmen? Ne, soweit habe ich alles. Ja, dann kannst du dich hier im Haus ein bisschen bereit machen. Ich finde sie alle. Stillgestanden.
das Gewitter beginnt. Wie gesagt, hier die Generalsfähigkeiten. Jawohl. Kann man natürlich machen, braucht man hier aber nicht wirklich. Wichtig ist halt nur, die Helixe zu bauen. Umso mehr, umso besser. Das Gewitter beginnt. Sind zwar recht teuer, die Jungs. Aber ihr merkt schon, sie sind echt effektiv. Das Gewitter beginnt. General, die dritte feindliche Welle hat sich in das Zielgebiet zurückgezogen. Der Geheimdienst hat ihre Marschroute auf ihrem Radar markiert. Kein Problem. Staffel Nummer 5 macht sich auf den Weg. Helix klar zum Gefecht. Das Gewitter beginnt. Wir haben IBG-Verbände geortet. Sie kommen aus südwestlicher Richtung. Was? Sie haben ein Ziel für mich? Nummer 6. Propagandaturm einsatzbereit. Das Gewitter beginnt. Wir werden im Wohlstand leben. Leider kann ich keine Waffenfabrik bauen. Da kann man ja das die Gatling-Geschütze noch mal ein bisschen upgraden. Dann wären die Helixe ja natürlich noch tödlicher. Leider geht das nicht. Das Gewitter beginnt. Truppentransporter einsatzbereit. Stillgestanden. Wir haben jede Menge Platz. Und anschnallen. Das Gewitter beginnt. Versauen wir den Tag. Helix, Gatling-Kanone vorbereitet. Versauen wir den Tag. Ja. Wie lauten Ihre Befehle? Propagandaturm einsatzbereit. Denen versauen wir den Tag. Propagandaturm aktiviert. Wie lauten Ihre Befehle? Gatling-Kanone vorbereitet. Klar zum Gefecht. Gatling-Kanone vorbereitet ist online. Was haben Sie für mich? So. Propagandaturm einsatzbereit. Und das war die dritte Staffel. Holen wir sie uns. Ist da unten irgendwas? Gatling-Kanone ist online. Gatling-Kanone ist online. Der asiatische Panz ist unbesiegbar. Na, aber sowas von unbesiegbar. Ah, schon leer oder was? Lasst uns bauen. Dann bauen wir hier unten nochmal so ein Nachschubslager. Natürlich. Das Gebäude gehört uns. Einfach mal so just for fun. Gute Entscheidung. Ja, verstanden. Das Gewitter beginnt. Ja. Keine Ahnung. Also von mir aus können sie kommen. Ich bin vorbereitet.
absolute Übermacht. Das Gewitter beginnt. Wir sind ziemlich beschäftigt. Der Nachschub rollt. Das Gewitter beginnt. General, die vierte feindliche Welle hat sich in das Zielgebiet zurückgezogen. Der Geheimdienst hat ihre Marschroute auf ihrem Radar markiert. Na endlich. Hat ja lange genug gedauert. Ein Glück, die Helis brauchen keinen Sprit. Ein großer Vorteil. Das Gewitter beginnt. IBG-Einheiten im Südosten geortet. Oh ja. Also ich weiß, es ist ein bisschen langweilig jetzt, aber ich denke, das ist die klügste Art, um die zurückzuschlagen. Wenn ich die erst da hinten irgendwie auf dem Feld sich da wirklich sammeln lasse, das ist, glaube ich, nicht so klug. Da fange ich die lieber gleich an der Grenze ab. Und ihr seht schon, das geht besser als erwartet. Turm aktivieren. Gatling-Kanone vorbereiten. Gatling-Kanone vorbereiten. Gatling-Kanone ist online. Propagandaturm einsatzbereit. So, die vierte Staffel. Oder besser gesagt, das vierte Geschwader. Ich denke, jetzt haben sie keine Chance mehr. Sie haben ein Ziel. Gatling-Kanone ist online. Gatling-Kanone ist online. Was ist da los? Nachricht bekommen? Wahrscheinlich neue Kinofilme. Ja. Ja, Leute. Das war's dann eigentlich soweit. Haben wir das auch geschafft? Könnte ich natürlich noch ein paar Flugzeuge machen, einfach so. General, die fünfte feindliche Welle hat sich in das Zielgebiet zurückgezogen. Der Geheimdienst hat ihre Marschroute auf ihrem Radar markiert. Ja. Das ist nett von dir. Aber nicht wirklich nötig. Vielleicht kommen sie auch hier von der rechten Seite noch. Aber was soll's, ich habe hier so viele Geschwader da. Schicke ich einfach mal eins mal kurz hin. Die klären das schon. IBG-Verbände nähern sich aus südöstlicher Richtung.
gut, lass ich sie erstmal kurz machen. Ich bin mal kurz weg. Für eine Sekunde. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. So, da bin ich wieder. Habe ich irgendwas verpasst? Nö, ne? Ah, das läuft doch wie geschmiert hier. Oh, nehmen wir das hier nochmal. Dich und... dich und dich und dich. Hatte ich das eigentlich schon mal ausprobiert hier, die EMP-Kanone? Kann ich mal testen hier. Zeige ich euch mal. Gegen Flugzeuge sehr, sehr effektiv. Denn ist klar, fällt die Bordelektronik aus, fällt das ganze Flugzeug aus. Zeige ich mal bei meinen Einheiten hier jetzt mal, was die EMP macht. Ich denke, den meisten ist das geläufig. Elektro. Sauber. Ein elektromagnetischer Puls, der halt, wie gesagt, elektronische Systeme deaktiviert für eine bestimmte Zeit. Zieht aber keinen Schaden ab. Von daher. Genau. Na, nach einer gewissen Zeit sind sie dann wieder aktiviert. Was haben wir noch? Dicken Artillerieschlag, den kloppe ich hier auch mal irgendwo drauf. Bada bam. So, mal gucken. Da sieht man schon auf der Karte, da kommt es angeschossen. Die Geschosse. Sehr, sehr effektiv gegen Superwaffen. Nimm das. Oh, das ist auch noch kaputt gegangen. Wir haben große Pläne. Gute Entscheidung. Warte auf weitere Befehle. Warte auf weitere Befehle. Konstruktion abgeschlossen. Warte auf weitere Befehle. Wir werden im Wohlstand leben. Oh, übertreibe ich mal ein bisschen hier mit Flugzeugen. Was haben die vor? Was fragst du mich? Brauchen wir mal eine richtige Übermacht an Flugzeugen hier? Ach, da unten oder was? Jetzt so oder wie? Ja. Gut gemacht, schlecht gedacht. Nee, gut gedacht, schlecht gemacht, so. Wir haben große Pläne. Warte auf weitere Befehle. Hübsches Gebäude. Denen versauen wir den Tag.
versauen wir den Tag. Ja, was? Bin unterwegs. Ihr Noobs! Konstruktion abgeschlossen. Wir werden im Wohlstand leben. Ein sehr guter Plan, Genosse General. Warte auf weitere Befehle. Hier ist nichts mehr zu holen. Ah, guck an, das ist jetzt auch leer, das Lager, okay. Aber ich brauche kein Geld mehr, ich habe so viele Einheiten. So viele Flugzeuge. Leider allerdings nicht mit dem, Oh, da sind sie, genau. Ich wollte gerade sagen, allerdings, leider haben die Flugzeuge kein Nuklearraketen-Upgrade, ja. Das macht die echt effektiv, die Jungs. Der Sieg ist unser! Also kleine Atombomben an Bord zu haben, das ist doch schon was Feines. Angeschnallt und bereit. Unsere Truppen aus dem Süden sind eingetroffen. Yeah. Sie haben den Rückzug des Feindes verhindert. Gute Arbeit, General. Wunderbar, Leute. Ja, so kann's laufen. Ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Aber naja. Wenn man weiß, wie es geht, ist das kein Problem. Alles klar, Leute. Dann hoffe ich, hat es euch ein bisschen Spaß gemacht zuzusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.